wir sind ja der Meinung, dass man wegkommen muss von diesen Verträgen, die die Regierungschefs aushandeln und die Parlamente hinterher, die nationalen Parlamente, nur beschließen sollen. Wir wollen, dass künftig sowohl Rettungsschirm als auch Fiskalvertrag in die europäischen Verträge mit aufgenommen wird, damit das Europäische Parlament auch demokratisch kontrollieren und entscheiden kann. Jetzt bleibt es bei den nationalen Parlamenten, die Kontrolle auszuüben und zu entscheiden. Das heißt, das Budgetrecht bleibt auch voll beim Bundestag. Ja, ja. Es ist ja so, dass das Gremium der Gouverneursrat eingerichtet wird, an dem auch Kompetenzen übertragen werden. Und da ist ja das Problem, dieser Gouverneursrat, da besteht keine Veröffentlichungspflicht und der ist auch nicht direkt irgendeinem demokratisch direkt legitimierten Gremium rechenschaftspflichtig. Wie sehen Sie diese Situation? Der Gouverneursrat, der soll ja die Geschäfte führen, politisch führen, die politischen Entscheidungen treffen für den ständigen Rettungsschirm. Was die deutschen Gesetze allerdings angeht, machen wir gerade ein Parlamentsbeteiligungsgesetz, um genau zu definieren, welche Entscheidungen des Gouverneursrats die Rückkopplung mit dem deutschen Parlament brauchen. Das heißt, künftig wird es auch so sein, wenn es eine Gewährleistung für ein Land gibt, das unter den Rettungsschirm muss, oder auch die Gewährleistungssumme erhöht werden soll oder die Einzahlung in den Kapitalstock, muss das vom deutschen Parlament, also vom Bundestag, extra entschieden werden. Sonst darf der deutsche Vertreter im Gouverneursrat nicht zustimmen. Sehen Sie es als problematisch, dass ja im Moment gar keine Regelung gibt, wie ein Land, das ausscheren möchte wieder aus dem Rettungsschirm, das eigenverantwortlich tun kann? Nun, den ständigen Rettungsschirm, den brauchen wir. Da sagen wir Grüne eindeutig, den werden wir auf Dauer brauchen. Weil es immer mal vorkommen kann, dass ein Land in besondere Schwierigkeiten gerät. Und dafür muss man einen solchen Rettungsschirm haben und die entsprechenden Mechanismen, die aber dann von den nationalen Parlamenten eben auch ausgestaltet und entschieden werden. Was den Fiskalvertrag angeht, da ist die Schwierigkeit ja, dass wir eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat brauchen für eine entsprechende grundgesetzliche, also verfassungsrechtliche Festlegung, dass wir diesen Fiskalvertrag eingehen und nicht aufheben wollen. Und die Frage, ob das mit unserer Verfassung übereinstimmt und ob und unter welchen Voraussetzungen ein Land ausscheren kann, werden wir nächsten Montag, also am 7. Mai, in einer Anhörung behandeln. Und danach werden wir entscheiden, ob man noch einen zusätzlichen Passus in diesen Fiskalvertrag aufnehmen muss. Weil das ist wirklich eine schwierige Stelle, wenn aus einem solchen Fiskalvertrag kein Land ausscheren kann. Wobei ich deutlich sage, für uns wird es kaum eine praktische Relevanz haben in Deutschland, weil wir haben die Schuldenbremse und die haben wir festgelegt mit zwei Drittel Mehrheit, Bundestag und Bundesrat. Ich kann mir derzeit kaum vorstellen, dass es dazu wieder eine verfassungsändernde Mehrheit gibt, vor allen Dingen, weil die Bevölkerung ja auch den Schuldenabbau will. Sie haben gerade das Stichwort gegeben mit Einbeziehung der Bevölkerung. Nun ist das ja auf zwei Wegen möglich, zum einen, was unser großes Anliegen auch ist, durch Volksabstimmung, wo ich auch gleich nochmal Frage zu stellen werde, und zum anderen sieht ja eigentlich der Lissabon-Vertrag vor, dass es bei schwerwiegenden Änderungen der Verträge, dass es dann einen Konvent geben soll, wo sowohl das Europaparlament als auch die nationalen Parlamente beteiligt sind. Sehen Sie nicht, dass hier eine Änderung vorliegt, die eigentlich solch einen Konvent, wie er im Lissabon-Vertrag vorsieht, erforderlich machen würde? Nein, das ist formal nicht so. Denn das wäre nur der Fall, wenn wir tatsächlich die europäischen Verträge ändern würden, was wir Grünen ja gerne wollen. Und im Fiskalvertrag steht ja drin, dass der in den nächsten 5 Jahren in Primärrecht, also in die europäischen Verträge, überführt werden soll. Dann braucht man einen Konvent unseres Erachtens und dann muss man auch über Volksabstimmungen nachdenken. Vor allen Dingen dann, wenn wir tatsächlich sowohl Budgetrecht als auch Steuerrecht auf die europäische Ebene verlagern würden. Ja.
was zur Folge hätte, dass das Europäische Parlament eine stärkere Überwachungs- und Kontrollfunktion hätte und auch eine andere demokratische Beteiligung von Europaebene möglich wäre. Derzeit ist es ja so, dass das alles intergouvernementale Verträge sind, die nicht aufgenommen werden in die europäischen Verträge. Deswegen ist keine Volksabstimmung möglich, auch nicht notwendig. Zum Fiskalvertrag braucht es eine verfassungsgebende Mehrheit für die Ratifizierung. Das wird gerade eingeleitet. Aber auch für den Fiskalvertrag ist eben noch keine Volksabstimmung notwendig. Und zum anderen steht derzeit noch gar nicht fest, ob der Fiskalvertrag in der jetzt als singulärer Mechanismus tatsächlich von allen Parlamenten ratifiziert wird. Denn wir wollen ja gerne als Grüne gemeinsam mit der SPD zusätzliche Wachstumsimpulse nicht nur auf das Sparen allein setzen. Wir wollen auch die Möglichkeit einer Finanztransaktionssteuer, dass die eingeführt wird auf europäischer Ebene oder zumindest im Rahmen einer kleineren Zusammenarbeit von mehreren europäischen Ländern ist es auch schon möglich, eine solche Steuer einzuführen, weil wir auch der Meinung sind, die Krise mit verursacht haben, müssen auch helfen, durch ihr Geld die Schulden abzutragen, die wir aufgehäuft haben in den Staaten. Ist das auch eine Forderung, die Sie mit unterstützen und wo Sie sich für einsetzen werden, dass wir Volksabstimmung zu den Fiskalpakt macht, wenn also er dann... Also in der derzeitigen Situation nicht, weil der Fiskalvertrag eben noch nicht überführt wird in europäisches Recht und der ESM, der Stabilisierungsmechanismus in den, so heißt es technisch, 136.3 AEUV, also in einen Teil der europäischen Verträge, wurde eine Ergänzung reingenommen, dass das nur für die Euro-Staaten gilt, also noch nicht mal für die Europäische Union. Insofern gibt es auch da verfassungsrechtlich in Deutschland keine Möglichkeit, eine Volksabstimmung dazu einzuleiten. Und deswegen sagen wir ja, wir wollen schnellstmöglich den Fiskalvertrag überführen in europäisches Recht, gemeinsam mit der Diskussion, welche Budgetrechte wir dann auch abgeben. Das wird dann eine heiße Diskussion, glaube ich, auch in der Bevölkerung, ob der Deutsche Bundestag nicht mehr über alles abstimmen soll, was Geldangelegenheiten angeht und Gewährleistung, sondern das künftig übertragen wird, zumindest zum Teil, auf europäische Ebene. Und auch die Frage von Steuerkonvergenz, also steuerliche Fragen in die Europäische Union mit zu verlagern. Und dann brauchen wir allerdings tatsächlich eine Zustimmung, auch durch eine Volksabstimmung, weil wir dann einen ganz anderen europäischen Vertrag haben mit einer Stärkung des Europäischen Parlamentes. Das würde die europäische Ebene demokratisch stärken, anders legitimieren, und ich glaube, das braucht Europa auch.